Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier vom Hof Neumann. Ja, ihr seht's, wer alles hier schon über die Karte schlendert, da kommt noch einer. Der Lenny ist mit dabei, der Micha, der Paul und der Toledo. Ein wunderschön. Hallo. Grüße. Servus. So, was ein Bild. Warte, wir machen hier nochmal die Map weg, ne? Ich würde sagen, Dieter hat geliefert, wa? Hier, Sekunde, das regnet hier rein. Delivery Dieter. Delivery Dieter nannte man ihn auch. Hallo. Jetzt. Genau, Delivery Dieter. Ich würde sagen, der neue Fuhrpark ist komplett. Auch mega geil, ne? Hinter dem Tucano ist der kleine. Kaum zu sehen. Er ist da. Jungs, jeder durfte sich aussuchen, was er haben will. Toledo hat den Serion 3000 Saddle Track. Links daneben steht das Serion 3000 Normal, den sich Lars gewünscht hatte. Dazu muss man sagen, die sind ein bisschen fetter als das, was wir bisher hatten, aber wir wollten nicht kleinlich sein. Lenny hat den großen 800er. Micha hat den großen 600er. Links daneben habe ich jetzt einfach, weil den hatte noch keiner, den ganz kleinen 900er. Wir haben den Tucano mit dem 7,70 Meter Schneidwerk. Für Paul haben wir die Sonderedition 640 mit Panodach und 460. Was habe ich gesagt? 640. 640. Nee, 460, sorry, den kleinen hier. Und Dieter hat unseren John Deere in einen John Class umgewandelt, hat Lenny ihn jetzt getauft, ne? Ja, hat er. Hat er. Ja, und sehr den gut. Sprinter gab es noch oben drauf, ne? Und Alter, der ist einfach Bombe, ne? Da muss man ganz kurz mal ganz nah hier rangehen und das einfach nochmal zeigen. Der Mod Michael hat sich wirklich selber übertroffen. Ne? Hat uns ein wunderbares Transport, also drei wunderbare Transportfahrzeuge zur Verfügung gestellt. Hier sind die drei. Für den hier entschieden ohne Arbeitslicht und haben dafür unsere alte Transe hergegeben. Wir fahren jetzt Stern. Oder Benz? Er sagt mal Benz, ne? Benny, kannst du mal das Licht durchschalten? Hab ich gerade. Was richtig geiles. Warum wird's denn jetzt nicht? Oh, cool. Oh, warum kann ich das nicht aufmachen, wenn du drin sitzt? Ah. Oh. Okay, dann wollte es nicht. Hallo. Oh. Man kann wirklich hier reingehen. Das ist mega. Schließen Sie bitte die Tür. So, jetzt alle mal hier rein. Was passiert, wenn Lenny jetzt losfährt? Glitscht wahrscheinlich durch. Vielleicht. Aber los, mach mal die Tür zu. Kann er nicht, der ist mit Simple IC. Kann nicht fahren, wenn ihr da drin steht. Doch jetzt. Ja, ich bin rausgefallen. Gut, muss die Spanngurte anmachen. Ja, vor allem müssen wir die Türen zumachen. Gut, warte. Oh. Alter, ich glaube meine Maus. Nein! rausgeglitscht. Fahr mal los. Nee, wieder. Aber ich glaube, meine Maus hat einen weg. Kacke. Also auf jeden Fall haben wir den Sprinter und eine Menge Fuhrpark. Ich würde sagen, wir haben die gerade die Zeit, weil es regnet ja noch wie aus Römen, aus Eimern. Man weiß es nicht. Ach du Heilige. Es regnet noch 488 Minuten. Jungs, wollen wir den heutigen Tag einfach skippen oder haben wir noch was zu tun am Hof? Ich hätte fast gesagt, wir bringen erstmal die ganzen Sachen auf den Hof und dann skippen wir. Ja, machen wir so. Ich steig mal in mein Gefährt. Da hätte ich jetzt noch eine Frage. Für den Serion Saddle Track gibt es ja so diverse Anbauteile, so Güllefass, Saatgutcontainer. Sollen wir davon irgendwas schon kaufen und direkt mitnehmen, bevor ich den leer hochfahre? Also zur Not liefert Dieter. Und? Ach stimmt, das hat er ja auch gesagt, dass er das macht. Genau. Du müsstest jetzt aber, und deswegen habe ich es tatsächlich noch nicht gemacht, ihr habt gesehen, ich habe auch das Güllefass mit drauf gemacht für den Saddle Track. Aber ich kenne jemanden, der sein Güllefass sehr liebt oder geliebt hat in der Vergangenheit. Und deswegen wollte ich jetzt nicht eigenmächtig entscheiden, dass wir die durchtauschen. Toledo, du musst also vorsichtig mal Lenny fragen, ob er das abgibt. Sag mal so, wenn der Toledo einen Güllefass haben will, dann ist er der Güllebomber ab jetzt. Ja, er kann dann der Güllebomber sein, weil ne, das Ding
mit dem, nennt man das Schwanenhals? Obendrauf? Weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung, wie man das nennt. Ich nenne es jetzt einfach vorsichtig mit diesem Schwanenhals, der dann oben auf die Kupplung geht. Ja, aber ich biege hier ab. Bin ein cooler Typ. Mir ist das egal. Soll ich das Güllefass kaufen und mitnehmen? Lady? Ja, aber dann müssen wir das Item bitte noch kaufen. Wo haben wir eigentlich unsere ganzen Maschinen? Wir brauchen irgendwie mal Parkplätze für die Dinger, oder? Oben sind da Parkplätze beim Kuh-Dingsbums. Kuhstall. Beim Kuh-Dingsbums. Beim Kuh-Dingsbums. Ich brauche, Alter, ich muss mir gleich eine neue Maus bestellen. Meine Maus hakelt heute total. Ich hatte das gestern schon. Welche? Ach, welches, die meinst was du? Soll ich denn da nehmen? Ich glaube, ich hatte einen Samson. So, ja, gibt es da zwei verschiedene? Das, ja, es gibt einmal das TGX und einmal das SG28. Die können beide 28.000 Liter. Aber? Ach, der hat den Kran. Ne, die haben beide den Kranarm oben drauf. Ah, Lenny ist ein cooler Typ. Der hat direkt das Schneidwerk mitgenommen. Ja, mal ein richtig cooler Typ. Hat vergessen, die adaptive Lenkung auszustellen. Und hat vergessen, das Lenkrad anzuschließen, oder? Auch das, ja. Ja, okay. Ich spiele heute nur noch mit Lenkrad. Besser ist, weil dann habe ich nicht das Problem mit der Maus, dass meine Maus irgendwie kacke ist. Die ist auch gar nicht so alt. Warum ist die denn jetzt? Warum hat die schon einen weg? Das manche ärgert wollen mich einfach nicht mehr. Ich kaufe da mal, ne? Ja. Hat einer eine gute Logitech-Maus zu empfehlen? Nee, wir machen jetzt keine Produktplatzierung. Ich sage nichts. Meine haben? Hä, was hast du denn dann für eine? Doch nicht. Das Güllefass, was Lenny hat, ist da ein Verteiler mit bei? Ein Schleppschlauch? Ja, natürlich. Eine Güllegrube haben wir dabei und ein Schleppschlauch. Ja, ich, wir haben beides. Ja, gut, dann brauche ich da nichts mitnehmen. Dann bringe ich nur das Fass mit. Aber du hast doch vorher nicht gesagt, wie teuer das Ding wird, ne? Besser ist 142.000 Euro. Alter, wir verdienen hier nicht mal Geld auf dieser Karte, ne? Aber wir können es gut rausschmeißen. Ich habe schon das günstigere Fass genommen, also das andere hätte mehr gekostet. Alles gut. Was habt ihr denn hier veranstaltet mit den Anhängern und den Förderbändern? Was für... Also, wer ist hinter mir und hupt mich die ganze Zeit an? Das sind doch die Zuckerrüben! Das würde ich doch nie machen, Uwe. Wir machen doch Rübenschnitzel. War beim letzten Mal doch, glaube ich, nicht da, oder? Doch, du warst da, aber wir haben ja letzte Woche nicht aufgenommen. Ist da noch Platz? Richtig, ich war da und die Aufnahme war nicht da. Nee, aber vorletztes Mal dann halt. Nee, doch, da warst du, glaube ich, da. Da haben wir angefangen, Hoppala. Wir haben kurz vor Ende noch angefangen, da mit den Rübenschnitzeln und mit den Förderbändern zu testen. Genau. So, hier steht eine Seemaschine im Regen. Wird die jetzt sauber? Ich weiß es nicht. Achso, ich bringe den Gator da nochmal nach Hause, ne? Wo soll denn das Güllefass hin? Zum Gülle-Kaufpunkt. Wo das ist der Gülle-Kaufpunkt? Bei der Gülle-Grube. Also da. Genau, hinter der Strohscheune da quasi. Ja, da müsste jetzt auch noch unser aktuelles Fass stehen, was wir dann noch verkaufen müssen. Bei zwei brauchen wir nicht. Sollen wir mal die ganzen Frontlader verkaufen, die wir jetzt nicht mehr brauchen? Ja, das können wir tun. Soll ich die alle zum Händler irgendwie kommen oder verkaufen wir sie so? Nee, ja, Quatsch, die verkaufen wir so. Immer das noch. Fass schiebe ich mal eben bei uns in die Werkstatt und lass das durch den Händler begutachten und verkaufe das dann direkt. Ja, habe ich vergessen, Frontlader zu verkaufen, da muss ich gestehen, nicht drauf geachtet zu haben. Mir ist nicht schlimm, mir ist da nur gerade auffallen, weil ich vor allem davor stehe, der zu viel ist. Ja, alles gut. Micha, den Gator Klaas hier, Klaas Gator. Klaas Gator könnte wie ein richtiger Name klingen, ne? Klaas Gator. Habe ich wieder vor die Produktion gestellt. Oh, ja. Warum geht er nicht über? So, und ich habe aber vorhin auch noch zwei Käseleibe vor den Shop geschmissen, weil da drei Stück drauf waren noch auf den Gator. Ich schmeiß jetzt nochmal. Genau. Und ich wundere mich, dass das Ding so komisch fährt hier. Adapt. Yo. So,
So, Grüße. Was für Rübschnitte drin, Lenny, oder? Hallo? Oh, da ist noch Gülle drin. Klar, das mal eben über. Alles fit hier? So, was haben wir denn jetzt zu tun, Jungs? Wenn wir alles oben haben, eigentlich nichts mehr. Dann können wir den Tag skippen. Oder haben wir noch die Rüben zu ernten? Wir müssen die Rüben noch ernten. Das geht auch bei Regen. Da können wir da weitermachen. Wir haben aber nur ein Rübenerntegerät. Ich bin eh beschäftigt. Muss meine Kühe sauber machen. Warte, ich gucke mal nach, ob ich eine... Warum funktioniert das nicht? Ich könnte Feld 3 an... Hey, kommt, ich würde gerne den Tag skippen. Ja, dann können wir gleich. Ich würde schon mal Gas geben, ist das okay? Ja, ja, mach ja, ruhig. Ich fahre nur zu den Kühen. Statt heute mal oder morgen mal, ist nicht schlimm. Okay, ja, ich spule mit 1000er. Sieht aber auch ganz geil aus, die Kombination Toledo. Ja. Warum steht der Sprinter in der Werkstatt? Weil... Gott, Lenny. Weiß ich nicht. Fein doch, genau, einfach rüber in die Garage. Ja, muss aufpassen. Ist das laggy, wenn so gespult ja, wird? Ja, ja, 1000er Vorlauf. Deswegen, liebe Leute, bewege ich mich auch gerade gar nicht, weil das wird nicht gut. Aber ich gebe ihm jetzt nicht so viel, weil sonst raucht er gleich nur noch mehr mit der Synchro. So, guck mal jetzt. Ich weiß, warum der nicht in der Garage steht. Weil er nicht reinpasst. Jo. Ja, dann stell ihn doch unter den Holzunterstand gegenüber. Okay. Wäre jetzt mein Vorschlag gewesen. Ich würde so bis 7 Uhr machen. Oh. Ist auch schon. Bin ich... Hallo, warum darf ich denn nicht? Steuerung 7.8. Haben wir keine feiner Time-Taste drauf oder bin ich kein Admin? Doch, Admin war ich. I don't know. Admin war es, weil sonst jetzt nicht spulen können. Ja, stimmt. Haben wir keinen feinen Time drauf? Nein. Weiß ich nicht. Oh, ich habe eine Mission versehentlich angenommen. Oh, ich habe mal kurz die Mission aktualisiert. Die 2 ist erntereif. Das. Wir müssten irgendwie Feld 8 runterbekommen. Da ist Mais drauf. Wie kriegen wir den Mais runter? Haben wir einen Maisgebiss? Einen Maispflücker? Nee, haben wir nicht. Würde sich, lohnt sich aber auch nicht wirklich für dieses kleine Ding. Wir könnten einen mieten für 2300 Euro. Den Diamant von Capello. Fällt unser. Ja, ja, das fällt ist unser. Was hat man damit vor? Das haben wir so übernommen, als es darum ging, dass wir die Karte neu aufgesetzt hatten, den Spielstand. Ach so. Und ich glaube, da hatten wir gesagt, ja, dann wächst da halt Mais oder so. Dann ist das halt so. Ja. Ich fahr doch mal eben zum Händler. Ja, ich bin auch auf dem Weg zum Händler. Wuppala. Ich habe schon eine Beule in den Turkano gefahren und hol mir das Maisgebiss ab. Toll. Entschuldigung. Nix kann man machen lassen. Paul, wenn du Bock hast, schnapp dir doch einen Anhänger und komm mit zur 8. Okay, okay. Macht jetzt einer bei den Zuckerrüben weiter. Ja, ich. Nee. Ah, sehr schön. Unser Zuckerrübenbaron. Ich brauche Anhänger. Herr Toledo, was machst du beim Händler? Das Güllefass verkaufen, weil das geht am Hof nicht. Okay. Paul, kannst du mir ein... Nee, Paul, kannst du Lenny erstmal Anhänger bringen, bitte? Der ist unten bei Feld 19. Vielleicht ja, brauche ich auch... Ja, ich schaue gerade, wo wir welche haben. Am rechten Hofteil müssten wir welche haben. Steht das, dass wir da weiter Rübenschnitze rausmachen wollen? Hätte ich jetzt gesagt, weil ich glaube, die waren deutlich teurer als Rüben, ne? Aber irgendwann kann man die nicht abladen, den Hänger. Was hast du denn da drin? Im Hänger war gleich Rübenschnitzel, oder Lenny? Ja, Lenny holt ja nur Rüben. So, Ledo. Schau noch kurz. Warum stehst du da? Das ist, das muss so. Okay, warte.
Ich habe vernommen, man stellt sich jetzt einfach daneben und guckt kurz. Gut. Ich würde sagen, mit dem Bild, liebe Leute, können wir einfach mal pünktlich Feierabend machen, ne? Wie immer. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Schreibt mal was ihr zum neuen Fuhrpark sagt. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns am Sonntag zu einer weiteren Folge. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.